Mal angenommen, es gäbe kein Geld. Die meisten Güter müsste man selbst erzeugen. Bäume fällen, um Brennholz zu machen, Hühner züchten, Schafe scheren und um Kleider herzustellen, die Wolle spinnen und weben. Von so komplizierten Dingen wie Motorrollern oder Handys könnte man nur träumen. Marie braucht ein neues Paar Stiefel. Die kann sie nicht selber machen. Sie kann aber tauschen. Sie bietet 5 Kohlköpfe, aber der Schuster will Käse. Also tauscht Marie ihre Kohlköpfe zunächst gegen Mehl. Dann das Mehl gegen Brennholz, dieses dann gegen Käse. Solch eine Tauschkette ist umständlich und braucht Zeit. Mit dem Käse bezahlt Marie endlich den Schuster. Bis sie zu ihren Winterstiefeln kommt, kann es Sommer werden. Die Tauschkette wäre kürzer, wenn sich alle auf ein gemeinsames Tauschmittel einigen könnten. Zum Beispiel Eier. Ein paar Stiefel, 500 Eier. Dann wären Eier Geld. Solches Warengeld gab es in der Vergangenheit. In Äthiopien zum Beispiel dienten früher Salzbarren als Zahlungsmittel. Man konnte mit den Salzbarren nicht nur Kaffee kaufen, sondern auch seine Steuern bezahlen. Der Nachteil? Salz löst sich in Wasser auf. Meeresschnecken oder Perlen dagegen sind haltbare Tauschmittel. Genauso wie Metalle. Als optimal haben sich lange Zeit seltene Edelmetalle erwiesen, Silber und Gold. Man kann Gold zwar nicht essen, aber es geht auch nicht kaputt.